würde ich sagen, starten wir direkt durch. Vorab noch ein paar organisatorische Dinge. Sie finden auf der rechten Seite im Control Panel die Chat-Funktion. Das heißt, wir nehmen gerne während des Live-Webinars Ihre Fragen entgegen. Auf die gehen wir dann aber erst am Ende des Webinars ein. Außerdem werden wir auch Ihnen im Nachgang diese Präsentation zur Verfügung stellen. So, dann kommen wir zu den Referenten. Mein Name ist Martha Eggert. Ich bin Business Development Managerin BI und bin Ihr persönlicher Kontakt bei Noventum. Dann möchte ich Ihnen gerne meinen Kollegen Herrn Kampanz vorstellen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Kai Kampanz. Ich bin BI-Berater und kümmere mich im Wesentlichen um die Entwicklung des HR Analytics und werde Ihnen gleich in der Präsentation eine Live-Demo vorführen. Und dann übergebe ich an Herrn Schmidt. Danke, Martha. Thorsten Schmidt ist mein Name. Ich bin zuständig für den BI-Beratungszweig bei Noventum und ja, freue mich auf das nächste Webinar. Als erstes der Blick in die Agenda. Als erstes gebe ich Ihnen einen Einblick in, als erstes gebe ich Ihnen einen Einblick in die Ziele des Webinars. Es folgt eine kurze Einordnung des Themas HR-Controlling und die Brücke zum Noventum HR Analytics. Die Live-Demo des Noventum HR Analytics durch Herrn Kampanz nimmt dann den größten Teil des Webinars ein. Ich gebe Ihnen in der Folge dann wieder einen Einblick in unsere aktuellen Themen in den Projekten. Abschließend werden wir das Webinar dann mit einem kurzen Einblick auf die Architektur der Lösung und der Beantwortung von hoffentlich ganz vielen Fragen. Was möchten wir Ihnen in diesem Webinar vermitteln? Was benötigen wir funktional in der Unterstützung des HR-Controllings? Dann möchten wir Ihnen den Leistungsumfang von HR Analytics präsentieren und Ihnen gleichzeitig zeigen, wie attraktiv und umfassend HRA Sie unterstützt, um Ihnen eine Entscheidung zu ermöglichen, ob HRA für Sie die richtige Lösung sein kann. Sie sollen erfahren, mit welchem Aufwand eine Einführung des HRA verbunden ist und wie diese ablaufen könnte. Dann möchten wir Ihnen einen Überblick über die DIN ISO 30414 geben und natürlich auch darauf referenzieren, inwieweit Noventum Analytics diese Anforderung abdeckt. Sollten Sie noch nicht mit uns vertraut sein, möchte ich ganz kurz skizzieren, wer wir sind. Zunächst ist Noventum eine IT-Management-Beratung mit ca. 100 Mitarbeitern in Deutschland. Mein Verantwortungsbereich ist das Thema BI, welches seit 1966 eine der wesentlichen Säulen der Gesellschaft darstellt. Betriebswirtschaftlich gibt es zwei besondere Ausprägungen. Zum einen ist es das Thema Unternehmenssteuerung bzw. das Thema Unternehmenscontrolling. Heute im Fokus steht das Kernthema HR-Controlling. Besonderes Augenmerk legt Noventum mit seinem Portfolio auf die Unterstützung des Personalbereichs. Von der kulturellen und organisatorischen Weiterentwicklung des Unternehmens über die Digitalisierung der HR-Prozesse bis hin zum Controlling des HR-Managements beraten wir von der Strategie über die Konzeption bis zur Umsetzung im Fachbereich und der IT. Ich gehe an dieser Stelle nicht tiefer auf die beiden anderen Beratungsleistungen ein, sondern fokussiere mich auf das Thema HR-Controlling oder anders formuliert, die Sicherung der Wirksamkeit des HR-Managements. Wir gliedern das HR-Controlling Noventum-seitig in vier Perspektiven. Die Effektivität, tun wir die richtigen Dinge? HR-Ziele, Maßnahmen, Key-Funktionen, strategische Kompetenzen sind einige Informationen dort. Die Effizienz hinsichtlich beispielsweise der Gehälter, des Recruitings, Themen wie Benchmarking oder die Wirksamkeit der Digitalisierung. Risiken, Qualitäten, die anzupassen sind, aber auch Quantitäten, Engpässe. Im Thema Compliance, Themen wie die Frauenquote, Diversität, das Entgelttransparenzgesetz. Werfen wir nur einen Blick darauf, welche Informationsbedarfe im HR-Controlling bestehen. Für heute ein ganz wesentliches Thema. Hier eine Schar von Bedarfsträgern im HR-Management,
welche leider gar nicht so homogen sind, wie es hier zunächst aussieht. Ich möchte mal vereinfacht exemplarische Adressatenkreise skizzieren, welche bei Ihnen gegebenenfalls ganz anders heißen oder auch in Personalunion wahrgenommen werden. Beginnen wir mit dem Bereich HR Shared Services. Zur Bewältigung von Regelaufgaben kommen sicherlich Standardberichte zum Einsatz, aber auch die Produktion von Listen, welche im Alltag oftmals wirklich einen Aufwand verursachen. Die HR Center of Expertise fokussieren sich auf Schwerpunktthemen, wie beispielsweise das Reward Controlling. Hier ist man meist sehr datenaffin. Diesem Anwenderkreis muss es möglich sein, tiefe, freie Analysen durchzuführen und vielleicht Benchmarking-Daten für Vergleiche heranzuziehen. Die Führungskräfte sind sicherlich sehr heterogen in ihren Anforderungen. Ganz gewiss benötigen sie aber abgestimmte, perfekt ausdruckbare Standardberichte, damit in Meetings eine einheitliche Informationsbasis besteht. Von hier aus werden womöglich auch externe Stakeholder mit PDF-Dateien oder ausgedruckten Berichten versorgt. Zum Schluss die HR-Business-Partner. Als Inhouse-Berater in Personalfragen stehen die HR-Business-Partner als Ansprechpartner für Führungskräfte auf allen Ebenen zur Verfügung. Neben Standardberichten benötigen wir hier wahrscheinlich geführte Analysen mit vordefinierten Kennzahlen und Stammdaten in vordefinierter Form. Zusammenfassend werden ganz individuelle, adressatengerechte Zugänge auf den gleichen qualitätsgesicherten HR-Datenraum erforderlich. Nach der Einordnung des Themas möchte ich mich nun dem Momentum HR Analytics zuwenden. Im internen Sprachgebrauch nutzen wir übrigens gerne die Abkürzung HRA. Haben Sie bitte Nachsicht, wenn ich nicht ganz marketingkonform den schönen Produktnamen Momentum HR Analytics damit war nicht ganz. Zunächst stelle ich Ihnen zwei ganz unterschiedliche Referenzkunden vor, um Ihnen die Spanne, die wir mit dem HRA bedienen, zu verdeutlichen. Da ist zunächst der DM-Drogeriemarkt. Wir haben hier allein in Deutschland gut 40.000 Mitarbeiter im System. Gerade sind wir dabei, über Österreich die Lösung europaweit auszurollen. Gemeinsam mit dem DM-Drogeriemarkt schreiben wir das Produkt stetig fort. Das heißt, wir erweitern den Datenraum und nehmen ganz neue Analysegegenstände hinzu. Dann der DG Verlag, ein ganz anders gearteter, hochinnovativer, spannender Kunde mit aber nur 400 Mitarbeitern, der sich komplett auf die Standardfunktionalitäten von Momentum HR Analytics konzentriert und damit seine gesamte Analyse- und Berichtsanforderungen out of the box update. Was leistet nun Momentum HR Analytics? Das sind zunächst die individuellen Sichten auf Ihre betriebswirtschaftliche Informationen. Hier gibt es also nun keine technischen Hürden mehr. Sie können also Ihre gegebenenfalls vorhandenen SQL-Kenntnisse wieder einstauben lassen. Es gibt Dashboards, vorbereitete Sichten mit vorgegebenen Analysefaden. Es gibt Standard-Reports, welche online betrachtet werden können oder perfekt gedruckt werden. Es gibt aber auch die Unterstützung des Ad-Hoc-Reportings und der freien Analyse sowie die Möglichkeit, einfache Listen zu erstellen. Nicht zuletzt gibt es Templates für kundeneigene Reports. Vielleicht ein Wort zu den Frontends. Heute wird uns Herr Kampans die Standardlösung auf Basis von Microsoft BI präsentieren. In gleicher Qualität gibt es die Standardlösung aber auch auf Basis von MicroStrategy. Im letzten Webinar, welches Sie auf unserer Landingpage finden, haben wir diese präsentiert. Ergänzende Lösungen, die das Thema Personalkostenplanung im Fokus haben, gibt es mit unseren Partnerprodukten CoPlanner und Board. Dann bietet HRA den umfassenden Datenraum in konsolidierter Form. Kennzahlen aus den Themenbereichen Mitarbeiterstruktur, Mitarbeiterbewegung und Maßnahmen, Zeitwirtschaft, das Thema Gehälter und viele mehr. Diesen Datenraum, der Datenraum ist in unserem Frontend auswertbar, aber wir haben eine offene Architektur für beliebige, gegebenenfalls vorhandene BI-Frontend-Produkte. Herr Kampans
wie gleich ein Eindruck in diesen Datenraum, wie er nach Installation zur Verfügung steht. Novectum HR Analytics ist in einer klassischen BI-Schichtenarchitektur aufgebaut. Der Datenraum ist somit stets kundenindividuell erweiterbar, um ihn an neue Analysegegenstände und Datenquellen anzupassen. Das kann Novectum leisten. Haben Sie aber eigene BI-Expertise in Ihrem Haus, kann das System auch intern weiterentwickelt werden. Obligatorisch im HR, mit HR, immer mit HR-Daten, ist das Rollen- und Berechtigungskonzept. So bekommt jeder Anwender nicht nur seine Daten adressatengerecht dargeboten, sondern sieht natürlich nur die Daten, die zu denen er berechtigt ist. Das gilt auch im Falle von freier Analyse im Self-Service. Wenn ich eben davon sprach, dass der Datenraum ab Installation verfügbar steht, dann schließt dies für Kunden, welche SAP, HCM bzw. Persis nutzen, auch die gesamte Datenbewirtschaftung mit ein. Hier bestehen fertig aufgebaute Konnektoren, welche die relevanten Daten periodisch aus dem Quellsystem in den HRA-Datenraum überführen. Im Thema Betrieb gibt es mindestens zwei Perspektiven. Zum einen ist es die Wahlfreiheit, ob wir Novectum HR Analytics on-premise oder in der Cloud betreiben. Des Weiteren ist aber auch zu betrachten, durch wen was betrieben wird. So haben wir Kunden, welche den Betrieb und die Fortentwicklung komplett durch Novectum sicherstellen, aber auch Kunden, die nach der Einführung die Lösung eigenständig betreiben und fortschreiben. Dieser Leistungsschnitt kann sich also ganz nach Ihren Bedarfen und Wünschen richten. Damit möchte ich Sie an meinen Kollegen Herrn Kampers übergeben, welcher Ihnen nun Novectum HR Analytics präsentieren wird. Er wird Sie anhand eines fiktiven Anwendungsfalls durch das System führen, Sie dabei durch die Standardkomponenten des Produktes leiten und Ihnen hoffentlich einen sehr positiven Eindruck vermitteln. Lieber Kai, ich würde gerne übergeben. Ja, vielen Dank, Thorsten. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Einiges wurde gerade schon gesagt. Ich möchte Ihnen jetzt die Lösung in einer Live-Demo vorstellen und Ihnen eben Eindruck davon vermitteln, was der Datenraum mitbringt, wie die Oberfläche aussieht, wie sie benutzt werden kann, aber insbesondere eben auch davon, welchen Nutzen Sie aus der Unterstützung durch dieses Werkzeug ziehen können. Das HRA ist ein Framework, das bedeutet, wir haben im Kern unserer Lösung den Datenraum im Data Warehouse mit den darauf aufbauenden Berichtskomponenten und wie Herr Schmidt gerade schon angesprochen hatte, sind das alles anpassbare Komponenten. Das heißt, alles, was ich Ihnen jetzt zeige, ist unser Standardlösungsangebot an Sie, was Sie erhalten, von dem wir aber ausgehen, dass es eben im Projekt auf Ihre individuellen Bedarfe und auf Ihre besonderen Situationen angepasst wird. Herr Schmidt hat gerade schon angesprochen, dass ich mich an einem Szenario orientieren möchte, anhand dessen ich Sie durch die einzelnen Komponenten führen möchte. Ja, und dafür möchte ich annehmen, folgendes Szenario. Projektmanager erkennt in seiner Projektbudgetanalyse, dass die Kosten eines Projekts nicht eingehalten werden und er erkennt in seinen Projektunterlagen, dass es an einer Überschreitung der geplanten Personalkosten von ca. 30.000 Euro in einem bestimmten Bereich, nämlich im Bereich der Produktion, liegt. Mehr erkennt er aus seinen Unterlagen nicht und deswegen wendet er sich mit dieser Fragestellung an seinen HR-Businesspartner in der Personalabteilung für die weitere Analyse. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt gerne in die Demo einsteigen. So, wir haben zwei unterschiedliche Komponenten. Einmal haben wir konventionelle Standardberichte, wie gerade schon angesprochen. Auf der anderen Seite interaktive Dashboards. Ich möchte hier den Einstieg zunächst über die konventionellen Standardberichte treffen. Und was Sie hier sehen, ist ein Portal, was den Zugriff auf diese Berichte ermöglicht. Auch das ist anpassbar, es gibt KPIs, und die dargestellt werden können und im Zentrum eben eine Übersicht über die Berichte. Das Ganze ist entlang der Organisationshierarchie strukturiert, das heißt, wir beginnen mit einer Übersicht für die Gesellschaft, können in einzelne Unternehmensbereiche gehen, dann auf Gesellschaften, also hierarchisch tiefer eintauchen, und das Gleiche gilt auch für die Themenbereiche, die adressiert werden. Zunächst ausgehend von der Übersicht kann man dann später Detailberichte aufrufen. Das hier ist ein exemplarischer Standardbericht.
einen Gesamtüberblick für die Gesellschaft. Das Besondere an Standardberichten ist eben die Druckoptimierung, sodass Sie hier in dieser Darstellung zwar Zugriff auf alles haben, aber ich möchte zunächst damit beginnen, dass wir uns das auch in der entsprechenden aufbereiteten Form als PDF oder auch in anderen Formaten ansehen können. Und so kann man ganz einfach aus dieser etwas anpassbaren Oberfläche in das fertige Berichtsdokument wechseln. Und jetzt möchte ich hier kurz inhaltlich drauf eingehen. Wir haben hier Personalkosten in Gänze in der Übersicht, aufgeteilt nach Lohnartengruppierungen, die von Ihnen auch individuell festgelegt werden können. Da komme ich später in der Demo nochmal drauf. Und dann einige andere übergeordnete Themenbereiche, den Personalbestand, die Krankheit und auch das Gleitzeitkonto, die hier aufgerissen nach Organisationseinheiten dargestellt werden. Was auffällig ist, ist das Highlighting. Das heißt, hier sind Schwellwerte definiert, wenn bestimmte Ist-Zahlen entweder Vorjahreswerte oder Planwerte überschreiten. Und so ist hier festgelegt worden ein bestimmter Schwellenwert, der zu einer roten Markierung führt. Und inhaltlich ist erkennbar, dass im Bereich der Personalkosten in den Einmalzahlungen eine deutliche Überschreitung festzustellen ist. Viel mehr kann man hier aber nicht erkennen. Zur weiteren Analyse unseres Szenarios würde ich jetzt wieder ins Portal wechseln und dort den Bericht für die Personalkosten in dem jeweiligen Bereich, nämlich der Produktion, auswählen. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine andere Darstellung. Wie gesagt, spezialisiert im Detailbericht für die Personalkosten. Hier in, für die gesamten Personalkosten aufgerissen nach Organisationseinheiten und im unteren Bereich dann diese Lohnartengruppierung. Was erkennbar ist, ist auch hier eine Schwellwertüberschreitung bereits auf der Gesamtebene. In dieser Zeitreihe über das aktuelle Jahr kann man auch eine Auffälligkeit in dem ausgewählten Monat im Februar sehen. Und im unteren Bereich wird dann deutlich, dass diese Überschreitung des Grenzwerts an Einmalzahlungen, und zwar im Projektzentrum Frankfurt, liegt. So viel zunächst an dieser Stelle zu den Standardberichten. Wir haben hier noch weitere Möglichkeiten. So kann man zum Beispiel auch diese Berichte untereinander verlinken und ein bisschen dynamisch dadurch navigieren. Aber die weitere Analyse möchte ich mit Ihnen gerne im interaktiven Dashboard durchführen, wo wir ein bisschen mehr Flexibilität und Interaktion haben. Und dafür möchte ich gerne die Umgebung wechseln in Power BI. So. Dafür muss ich aber einmal in eine Browseransicht. Also die Dashboards in Power BI werden über einen Browser üblicherweise zugegriffen. Und was uns hier empfängt, ist zunächst eine individuell anpassbare Übersicht, wo wir die vier Themenbereiche wiederfinden. Hier jetzt mal mit KPI-Darstellungen, mit Vergleichswerten zu entweder Planzahlen oder Vorjahreswerten und mit einer Trendangabe für das aktuelle Jahr. Das Ganze kann man allerdings auch im Vollbildmodus benutzen, sodass so eigentlich die Präsentation aussieht. Was Sie hier oben noch sehen, sind Filter auf Unternehmensbereiche. Und wenn ich jetzt hier das für uns im Fokus stehende, die im Fokus stehende Organisationseinheit Produktion auswähle, dann sieht man, wie man unmittelbar ein Feedback bekommt und die Zahlen angepasst werden. Auch die zeitliche Filterung führt sofort zu Veränderungen. Auch hier erkennen Sie wieder die Schwellwertüberschreitung. Was wir hier weiterhin noch sehen, sind im unteren Bereich unterschiedliche Seiten, die eben die Spezialberichte zu den jeweiligen Themenbereichen enthalten. Und hier möchte ich jetzt mal auf den Personalbestand wechseln. Auch hier gibt es zunächst, wenn man oben links anfängt zu lesen, einige KPIs in der Darstellung, die wir gerade schon gesehen haben, und dann eben Aufrisse nach unterschiedlichen Auswertungskriterien. Es ist ja im Berichtswesen immer so, dass wir Kennzahlen zu einem bestimmten Bereich nach verschiedenen Kriterien auswerten sollen. Und hier sind jetzt mal exemplarisch die Attribute des Mitarbeiters angegeben. Hier zum Beispiel das Geschlecht, Vertragsbefristung, Mitarbeiterkreis oder Beschäftigungsgrade. Hier unten links ist noch eine selbstkonfigurierbare, hier unten links ist noch der Aufruf nach Organisationseinheiten. Und hier ist die selbstkonfigurierbare Einteilung in Altersgruppen. Und so hat man unterschiedliche Möglichkeiten, die Kennzahlen auszuwerten. Für unser Szenario
erfahren wir hier allerdings keine neuen Informationen, sodass wir jetzt auf die nächste Seite der Personalkosten wechseln möchten. Sie erkennen jetzt hier, dass der vorhin eingestellte Filter mitgenommen wurde. Das heißt, wir betrachten immer noch den Mai für den Bereich der Produktion, sehen hier wieder einige Kennzahlen und in der Zeitreihendarstellung schon die vorhin gesehene Abweichung im Februar von ca. 30.000 Euro. Wir erkennen aber jetzt hier schon weiteres, nämlich dass auch im März beispielsweise eine Überschreitung stattgefunden hat. Das Farbschema möchte ich Ihnen noch kurz erläutern. Wir haben schon gesehen, rot, da handelt es sich um eine Schwellwertüberschreitung. Aber hier sind vier Farben, die durchaus kurz erklärt werden sollten. Schwarz ist der aktuelle Wert, grau der Vorjahreswert, dann ist hier die sind hier die Planwerte als blaue Linie eingetragen und wenn der Datenbestand aus den Ist-Daten in einen Prognosebestand wechselt, so sind hier noch die Forecast-Werte in hellblau dargestellt. Ein bisschen was zur Interaktion dieser Darstellung. Wenn Sie, natürlich kann man hier nicht nur Filter einstellen, sondern auch mit den Darstellungen interagieren. Wir haben jetzt hier gesehen, im Februar ist eine Auffälligkeit. Das heißt, ich möchte den Februar einmal selektieren und erhalte jetzt die Zahlen für den Februar. Ich kann jetzt hier die vorhin schon in den Standardberichten gesehene Abweichung im Projektzentrum Frankfurt sehen. Ich sehe allerdings in dem Tooltip noch weitere Informationen, die auch angepasst und individuell eingestellt werden können. Und ich sehe im unteren Bereich in der Darstellung der Lohnartengruppierung eine neue Information, nämlich dass die Mehrarbeitszulage auch deutlich überschritten ist. Inhaltlich heißt das also, dass die Überschreitung der Projektkosten offenbar durch die Mehrarbeitszulage generiert wird. Und wenn wir diese mal selektieren, dann sieht man zum Beispiel, dass sich die durch das Highlighting die gesamte Oberfläche anpasst. Und man erkennen kann, dass diese Ausschliche aus dem Projektzentrum Frankfurt resultiert. Und so kann man zum Beispiel, wenn man andere Bereiche auswählt, sehen, dass hier keine Mehrarbeitszulage entstanden ist. Ja, so viel zu den Inhalten der oder inhaltlich zur Analyse der Personalkosten. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen mehr erfahren wollen zu den Zusammenhängen, dann macht es ja Sinn, sich auch noch andere Bereiche anzusehen. Deswegen würde ich gerne in den Krankenstand einmal wechseln und mir das hier nochmal ansehen. Es geht eben darum, dass man durch eine Navigation in diesem Dashboard sehr flexibel auf die Suche nach Zusammenhängen gehen kann. Und hier sieht man jetzt, dass offenbar auch die Krankenquote im Februar überschritten wurde. Das ist schon mal ein Indiz. In dieser weiteren Darstellung kann man noch erkennen, dass das eben auch im Projektzentrum Frankfurt stattgefunden hat. Im Zeitverlauf ist es hier auch auffällig. Und das Highlighting des Projektzentrums zeigt auch, dass es sich offenbar hierbei um einen Ausreißer handelt, der weder im Jahresverlauf noch im, im Vorjahresvergleich normal ist, sondern dass hier offenbar eine Krankheitswelle im Februar stattgefunden hat und zwar ausschließlich in diesem Projektzentrum. So, das sind erstmal so einen kleinen Einblick geben von den Erkenntnissen, die man aus dem Browsen durch so ein vordefiniertes Dashboard gewinnen kann. Die Interaktion, die das Dashboard ermöglicht, findet aber insbesondere im Ad-Hoc-Reporting statt. Und dazu möchte ich jetzt gerne wechseln, um nochmal auf die Suche nach anderen Zusammenhängen zwischen Krankheit und Mehrarbeit zu kommen. Ich nutze einmal kurz die Unterbrechung. Wir kriegen gerade mit, dass wir ein Tonproblem haben und würden ganz kurz innerhalb von 10 Sekunden jetzt das Mikrofon umstöpseln. Klein Moment. Ich hoffe, dass wir nun die Probleme behoben haben. Vielleicht geben Sie meinem Kollegen kurz ein Signal. Ich höre gerade, der Daumen geht hoch. Entschuldigen bitte diese Störung. Der Herr Kamphans wird die Live-Demo jetzt weiter fortsetzen. Ja, herzlichen Dank. Ich habe die Gelegenheit genutzt, einen Schluck zu trinken, sodass mir das Ganze entgegenkam. Okay, ich hatte gerade gesagt, Dashboard, Analysemöglichkeiten, interaktives Browsen durch den
durch die vordefinierten Berichte und wollte zum Ad-Hoc-Reporting wechseln, damit wir vielleicht nochmal auf die Suche nach anderen Zusammenhängen zwischen den beiden, zwischen Krankenständen und Personalkosten gehen können. Dafür muss ich den Vollbildmodus einmal verlassen. Dazu muss ich den Vollbildmodus verlassen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Berichte zu bearbeiten. Und dadurch ändert sich die, die Darstellung. Hier rechts tauchen zwei neue Panels auf. Einmal das linke Panel für die Eigenschaften der Visualisierung, die wir jetzt gleich nutzen möchten. Und das rechte Panel zeigt den Datenraum. Auf die Visualisierung komme ich später nochmal. Wir haben für die Vorbereitung einer solchen Ad-Hoc-Analyse eine Vorlage erstellt, die man einfach duplizieren kann, sodass man dann das gesamte Layout und einige Logos und die Filter schon voreingestellt hat und unmittelbar beginnen kann, hier Informationen darzustellen. Herr Schmidt hatte vorhin schon beschrieben, dass der Datenraum vordefiniert ist. Es ist ein Data Warehouse, eine Datenverarbeitung vorhanden, die schon umfangreiche Informationen mitbringt. Und hier ist ein technischer Blick in dieses, in die Informationen. Was Sie hier sehen, ist eine Darstellung einerseits der Kennzahlen in Tabellen, die hier mit Fact bezeichnet sind, und darunter der Auswertungskriterien, also der Attribute. Und Sie erkennen hier Daten, die Sie kennen sollten. Das heißt, wir haben hier Maßnahmen, Ist-Zeiten, betriebliche Funktionen, Informationen zur Ausbildung oder zum Personalbestand über die Zeiten bis eben zu den Gehältern. Und das ist hier in Ordnern thematisch strukturiert, sodass Sie sich hier zum Beispiel daran orientieren können, dass es Mehrarbeitszeiten gibt, Krankheitszeiten, Urlaubszeiten, und am Ende finden sich dann die einzelnen Kennzahlen, die Sie benutzen können. Und hier sind eben nicht nur blanke Tage hinterlegt, sondern eben auch relative Kennzahlen, wie unmittelbar zugreifbar sind, zum Beispiel zum Vormonat, zum Vorjahr oder Vergleichswerte in Prozent, absolut. Das heißt also, hier sind schon viele Dinge vorbereitet, die Sie im Berichtswesen nutzen können, ohne noch selber Kennzahlen definieren und die Berechnungslogiken erstellen zu müssen. In dem Bereich der Dimensionen haben wir einige Sachen ja gerade schon gesehen, wie den Aufriss nach Geschlechtern, nach Beschäftigungsgraden, nach Altersgruppen. Und so gibt es hier noch viele weitere Informationen, zum Beispiel zu den Verträgen, zum Kostcenter, Behinderungen und so weiter. Sich das mal in Ruhe durchzugucken, dazu fehlt uns jetzt etwas die Zeit. Deswegen würde ich das Szenario gerne nutzen, um Ihnen weiter einen Eindruck davon zu vermitteln. Wir wollen Mehrarbeit und Krankheit gegenüberstellen. Ich würde das gerne in einem Flächendiagramm darstellen. Ein einfacher Klick auf diese Visualisierung gibt das Diagramm, also das leere Diagramm vor. Hier oben haben Sie schon sehr viele Visualisierungsmöglichkeiten, die allerdings noch erweiterbar sind durch Zugriff auf den Microsoft Marketplace, der hier noch weitere spezielle Darstellungsformen liefert. Aber hier findet man sowas wie Balkendiagramme, Säulen, Liniendiagramme, einfache Tabellen und vieles mehr. Man kann jetzt die Formatierung anpassen. Ich denke, zunächst reicht das so. Und jetzt anfangen, das mit Leben zu füllen. Wir hatten gesagt, wir betrachten im Bereich der Produktion die Abteilung Projektzentrum Frankfurt. Und dazu müssten wir aus der Organisationshierarchie auf dem entsprechenden Level das Element auf den Seitenfilter ziehen. Hier können wir jetzt auf das Projektzentrum Frankfurt filtern. Das heißt, alle Informationen, die jetzt dargestellt werden, beziehen sich nur noch darauf. Ich würde gerne zur Darstellung der Kennzahlen die Tagesgranularität wählen und muss in der Zeitdimension dafür das Datum auf die X-Achse legen. So, und ich würde gerne zur Glättung der Kurve die Samstage und die Sonntage herauslassen und mich nur auf Wochentage funktionieren. Auch das bietet Ihnen das Data Warehouse schon an. Hier gibt es unterschiedliche Beziehungen, zum Beispiel verbleibende Tage des Monats und bereits abgeschlossene Tage, Monatserster, Monatsletzter und eben auch die Kennzeichnung der Wochentage. Und die können wir jetzt auch hier reinnehmen und sagen, uns interessieren nur die Wochentage und die Ausschläge, also die negativen Ausschläge am Wochenende, wollen wir in unserer Darstellung gar nicht sehen. Soviel zur Vorkonfiguration. Jetzt geht es darum, die Kennzahlen reinzuziehen. Wir wollten Ist-Zeiten betrachten
und nehme jetzt dazu die Kennzahl, die einfach aktiviert wird. Und hier ist die Darstellung der jeweiligen Werte auf Tagesgranularität. Allerdings noch völlig undifferenziert nach Zeitarten. Das heißt, das ist einfach die Summe aller Buchungen. Um diese Differenzierung herzustellen, muss man die Zeitart auswählen und sieht jetzt hier die Möglichkeit einer Gruppierung. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht alle einzelnen Zeitarten, die zum Beispiel im SAP HCM unter Krankheit zu verbuchen sind, auswählen, sondern das ist ein Customizing, was wir gemeinsam schon im Projektgeschäft in der Regel durchführen, damit Sie hier Zugriff auf eine Gruppe haben. Und diese Gruppe nehmen wir jetzt in den Filter und stellen hier die für uns interessanten angeordnete Mehrarbeit und Krankheit dar und sehen jetzt die Zahlen hier in Summe und müssen diese jetzt noch differenzieren. Dazu kann man das gleiche Element in die Legende ziehen. Und was sich jetzt hier darstellt, ist hier einmal, so jetzt sollte ein Tooltip auftauchen, ja, da ist er, ist hier einmal die Krankheit und auf der rechten Seite die Mehrarbeit. Jetzt kann man das hier mal wegklappen und sich das etwas größer betrachten und ein Filter auf einen gewissen Zeitraum zeigt uns jetzt hier, jetzt wieder fachlich auf Szenario bezogen, erkennen wir einen Anstieg der Krankheitstage mit einem Höhepunkt im Februar, der offensichtlich zu Kapazitätsengpässen geführt hat, woraufhin Mehrarbeit vermehrt angeordnet wurde, die jetzt hier ansteigt und sich weiter fortführt, vermutlich um eben fehlende Kapazitäten im Projekt mit Blick auf das Projektziel zu kompensieren. Das heißt, das ist jetzt eigentlich eine schöne Darstellung, wo man sieht, dass zunächst der Krankheitsstand anwächst, dann die Mehrarbeit, die vorhin identifizierten Kosten verursacht. Und damit bin ich an dieser Stelle am Ende der Demo und hoffe, dass Sie jetzt einen guten Eindruck davon bekommen haben, dass wir hier ausgehend vom Standardberichtswesen unterschiedliche Rollen auf unterschiedlicher Ebene bedienen, die HR Business Partner mit Standardberichten, Center of Expertise mit Dashboard und Ad-Hoc-Reporting-Möglichkeiten, das Ganze auf Basis eines anpassbaren und erweiterbaren Data Warehouse-Kerns. Ja, und das Ganze ermöglicht Ihnen eben auch in dem auf diesem Detaillevel in der explorativen Analyse solche Informationen zu generieren. Bevor ich jetzt schließe, möchte ich kurz noch mal einen Schluck trinken. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, all diese gesehenen Komponenten hier im Dashboard in der mobilen Variante darzustellen. Das fällt mir allerdings in der Präsentation etwas schwer, sodass wir dafür ein kleines Video aufgenommen haben, was ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Das ist ein gefilmter Bildschirm eines Smartphones und Sie sehen hier die gleichen Komponenten, eins zu eins, wie wir sie gerade im Dashboard verwendet haben. Wenn ich das Video starte, dann scrollen wir da mal durch. Wir sehen hier die Personalkosten, die wir im Fokus hatten, sehen die Abweichungen und Sie sehen hier nicht nur eine Visualisierung starrer Komponenten, sondern Sie haben auch eins zu eins die Funktionalitäten. Also das Highlighting, was ich vorhin gezeigt habe, steht Ihnen zur Verfügung. Sie haben Filtermöglichkeiten und müssen dafür nichts anderes tun, als lediglich dieses vertikale Layout einmal zu definieren und die Anpassung an die jeweilige Bildschirmgröße des mobilen Endgeräts wird dann automatisch durch die Software hergestellt. Sie haben dann auch die Möglichkeit, Auffälligkeiten zu markieren und auch zu kommentieren durch einfache Auswahl großer Komponenten eben für Mobiltelefone und können dann solche Informationen unmittelbar per Mail weiterversenden. Und damit bin ich aber dann wirklich am Ende und gehe wieder zurück an Herrn Schmidt und starte die Präsentation. Ich bedanke mich, Kai. An der Stelle, bevor ich fortfahre, noch einmal die Entschuldigung für die Tonprobleme am Anfang und Dank an die Technik, das so wunderbar on the fly zu lösen. So, ich hatte Ihnen am Anfang zugesagt, dass ich nochmal einen Blick darauf werfe, was uns aktuell in Projekten treibt. Da ist zum einen das Entgelttransparenzgesetz, mit dem wir uns, entschuldigen Sie bitte, intensiv auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir verfügen über vordefinierte Filter und Algorithmen, die es ermöglichen, Vergleichsgruppen zu realisieren und die
Referenzgehälter auszuweisen. Adressat hierfür ist übrigens der Betriebsrat, mit dem wir gerne zusammenarbeiten in diesem Kontext. Das Thema DSGVO treibt uns sehr. Wir beraten den Umfall sehr gerne, wobei wir aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich immer im HR-Umfeld schon sehr sensitiv hier gearbeitet haben. Ein spannendes Thema ist die Demografieprognose. Wenn ich vorhin davon sprach, dass wir gerne mit dem Drogeriemarkt die Themen weiterentwickeln, dann ist das auch in diesem Fall der Fall, sodass wir zusammen mit der Westfälischen Wilhelms-Universität und DM das Produkt gerade um Demografieprognosen erweitern. In diesem Kontext entstehen auch Referenzdaten vom Statistischen Bundesamt, die wir integrieren für Sterbedaten, Geburtsdaten und der weiteren. Wir haben uns Anfang des Jahres, wie wahrscheinlich Sie auch, stark mit dem Thema Betriebsratswahlen beschäftigt. Auch hier eine wunderbare Unterstützung durch Noventum HR Analytics, durch Selektion von relevanten Adressatengruppen und dergleichen. Gleiche Themen benötigen wir bei der Wahl von Schwerbehindertenvertretungen oder Auszubildendenvertretungen. Ein wesentliches Thema ist stets das Thema Benchmarking. Als Beispiel dort vielleicht das Thema Gehälter, wo es darum gehen kann, ein Benchmarking mit Mercer-Daten herbeizuführen. Da geht es einmal darum, den Vergleich als solches zu generieren, aber auch selbst Daten an den Benchmarking-Partner vielleicht zu senden und zu selektieren. Last but not least das Thema DIN ISO 30414. Die ISO 30414, Human Capital Reporting, ist in der Entstehung befindlich, befindet sich gerade in Abstimmung, soll im Herbst 2018 als Leitlinie, nicht verbindlich, sondern als Leitlinie veröffentlicht werden. Anwendungsbereiche sind hier die Optimierung der eigenen Personalarbeit, aber auch die Informationsbeschaffung für Investoren, obligatorisch die Transparenz für Mitarbeiter und Bewerber. Fokusthemen stehen, haben wir mal aufgelistet. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen. Sehr wohl möchte ich darauf referenzieren, was wir mit Sternchen gekennzeichnet haben, sind bereits Analysegegenstände, die vollumfänglich im Noventum HR Analytics bearbeitet werden. Und was ich hinzusagen kann, ist, dass sobald wir die Verabschiedung der Richtlinie haben, Noventum HR Analytics in dieser Richtung fortschreiben werden. Vielleicht noch als Randinformation, die Norm gibt auch differenziert nach Unternehmensgröße Auskunft darüber, welche KPIs eigentlich empfohlen werden, in welchem Zyklus zu berichten. Ein sehr schöner Leitfaden. Jetzt möchte ich Ihnen noch nahebringen, was erforderlich ist, damit HRA Ihre individuelle Lösung werden kann. Direkt nach der Installation des Werkzeugs und Einrichtung der Schnittstellen sind alle Daten im HR Analytics verfügbar. Sie können auch sofort alle Berichte nutzen und die Informationen werden wahr sein. Sehr wahrscheinlich ist es aber noch nicht das, was Sie final sehen möchten. So weisen wir beispielsweise die Fluktuation aus. Ob sie aber der Kennzahldefinition Ihres Unternehmens entspricht, müssen wir prüfen. Im Standard nutzen wir unter anderem die Definition der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Wir haben für ganz viele Kennzahlen Definitionen im System, unterschiedliche auch, und können die aktivieren, die zu Ihnen passt. Oder eben die Definition so anpassen, dass sie zu Ihrer Definition wird, sobald sie abweichend noch ist und noch nicht im System verfügbar ist. In aller Regel ist der Aufwand dafür sehr minimalistisch, da der Datenraum alle notwendigen Daten bereits zur Verfügung stellt. Wir werden das Layout der Reports, Ihrem CI und gegebenenfalls die Struktur auch strukturell anpassen, Ihren Bedarfen entsprechend. Ups, jetzt bin ich glaube ein, na, das passt doch. Die vorangegangenen Schritte sind in der Regel in wenigen Tagen erledigt und wir können produktiv gehen. Kommen ganz neue Analysethemen und weitere Datenquellen hinzu, dann ist der Datenraum zu erweitern.
Wir spielen dann alle Vorteile der Data Warehouse-Architektur aus, sodass HRA zu Ihrem Single Point of Truth für HR-Daten wird. So groß wie das Thema klingt, welches wir in der Word Cloud mal versucht haben darzustellen, ist der Aufwand nicht. Wir haben die Anforderungen mit Ihnen im Fachbereich, wir erheben die Anforderungen mit Ihrem Fachbereich gezielt anhand von Informationsmodellen, sodass Ihre Bedarfe ressourcenschonend erhoben werden können, auch im Vorfeld des Projektes, wenn gewünscht. Unser Vorgehensmodell stellt dann eine kalkulierbare, schnelle und risikofreie Einführung sicher. Hier ein Blick auf die Architektur des HRA. Auf der linken Seite sehen Sie den Datenfluss. Rechts abgebildet sehen Sie die verwendeten technischen Komponenten. Hier vielleicht kurz zur Erläuterung. Wir stellen den Datenraum HR Analytics ganz bewusst neben Ihr Enterprise Data Warehouse. Man integriert aus vielerlei Gründen HR-Daten nicht in den allgemeinen Datenraum. Sie sehen aber nach links angedeutet die Schnittstellen zu Ihrem Enterprise Data Warehouse für Informationsaustausch auf aggregierter Ebene. Ganz oben sehen Sie dann, in der Mitte sehen Sie unseren Datenhaushalt. Oben sehen Sie die HR-Berichte, Dashboards und Reporting-Plattform. Wenn ich auf die Technik schaue, dann sehen Sie auf der rechten Seite SAP und Persis als die Komponenten, wo Standardthemen mit erschlagen werden. Aber natürlich ist das System ganz offen modelliert, sodass wir in unseren Datenraum andere Systeme integrieren, einen konsolidierten Datenhaushalt bilden und dann mit unseren Frontend-Werkzeugen, die Sie oben abgebildet sehen, zur Verfügung stellen. Auf Basis unseres Partnerprodukts CoPlanner ist gerade eine Komponente zur Abbildung der Personalkostenplanung entstanden, welche sich nahtlos in die Lösung integrieren lässt. Wir nähern uns langsam dem Ende und ich möchte einmal zusammenfassen. Hatten wir vorher gesagt, was wollen wir vermitteln? Wir haben eine praxisbewährte Standardlösung für das HR-Controlling, welches Ihnen Standardberichte, Dashboards, Ad-Hoc-Analysen out of the box mitbringt. Wir sind mit dieser Lösung in wenigen Tagen projektfähig, oder nicht projektfähig, sondern produktionsfähig. Das System ist in alle Richtungen offen und erweiterbar. Es bestehen Schnittstellen zu marktführenden Datenquellen und Frontends. Und, wofür wir noch gar nicht gesprochen haben, in aller Regel sind wir die leistungsstärkere und preiswertere Alternative in Make-or-Buy-Entscheidungen. So, und damit würde ich das Wort wieder an meine Kollegin Martha Eggert übergeben. Wir müssen ein klein bisschen umbauen dafür. So. Vielen Dank, Thorsten. Gerne. Kai, komm mal runter. So, jetzt sind wir auch gleich hier wieder im Bild. So, jetzt müssen wir einmal darüber sprechen, wie die nächsten Schritte aussehen. Wenn Sie das Thema HR-Controlling spannend finden und Ihnen die heutigen Inhalte gefallen haben, dann würden wir gern persönlich bei Ihnen vorbeikommen, um mit Ihnen Ihre persönlichen individuellen Anforderungen zu diskutieren und eben zu evaluieren, ob Noventum HR Analytics Ihre Lösung sein kann oder was Sie ansonsten benötigen. Dann möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir im Nachgang Ihnen die Präsentation, die wir heute vorgestellt haben, zusenden werden. Dazu haben wir natürlich das Webinar heute auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie bekommen auch noch einen Link von uns. Außerdem möchte ich gerne schon auf unser nächstes Webinar hinweisen. Das findet am 26. September statt. Dort wird es um die Personalkostenplanung gehen, zusammen mit unserem Partnerprodukt CoPlanner. So, und jetzt widmen wir uns, na Moment, jetzt sehen Sie noch mal kurz meine Kontaktdaten. Falls Sie den Bedarf haben, sich direkt bei mir zu melden, bitte tun Sie dies gerne. Dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit den Fragen. Was interessiert Sie? Könnt ihr noch mal etwas über die Datenquellen sagen? Basieren Sie nur auf SAP HR? Also, hier gehe ich gerne noch ein. Wir haben die Standardkonnektoren fertig für SAP HCM und Persis. Das heißt, in diesen Umfeldern müssen wir uns um die Datenintegration gar nicht mehr kümmern. Selbstverständlich ist die Systemlandschaft im HR-Management in der Regel nicht homogen.
Das heißt, ob es Themen wie Logger gibt oder unterschiedliche Prozesse, die in unterschiedlichen Systemen abgebildet sind, wie zum Beispiel das Recruiting, ist für uns obligatorisch. Das heißt, die ganze Architektur ist dafür ausgelegt, heterogene Daten zu integrieren. Könnte das ungefähr die Antwort auf die Frage sein? Ja, ich hoffe. So, dann haben wir noch eine weitere Frage. Generell, wir haben gelernt, HRA gibt es für SAP, HCM und Persis. Wie sieht es mit anderen Datenquellen im HR-Bereich aus? Zum Beispiel hat uns die folgende Frage erreicht, gibt es eine Standardschnittstelle zu Loga und oder Magellan? Eine ähnlich gelagerte Antwort wie die zuvor. Tatsächlich gibt es keine Standard-Konnektoren, aber mit beiden Produkten haben wir in der Anbindung Erfahrung. Tatsächlich sind uns die Systeme nicht fremd, aber tatsächlich müssten wir die individuell anbinden und das ist nicht out of the box sofort dabei, aber ein gängiger Prozess. Gut, also generell machen wir alles möglich. Noch eine ähnliche Frage. Wir haben zwei Lösungen im Einsatz, die personalkostenrelevant sind. Bamboo HR als Personalmanagement-Software und Dativ als Payroll-Lösung. Ist es darstellbar, über Ihre Lösung die Informationen aus beiden Datenquellen zusammenzuführen? Ich sehe mich in einer Schleife gefangen. Das heißt, die Antwort ist wieder ganz ähnlich. Ja, der Kern von Noventum HR Analytics ist der Datenraum mit der Notwendigkeit, die Daten zu integrieren. Das heißt, wenn ich eben auf die Integrations-, auf die Architektur geschaut habe, dann sahen Sie auf der linken Seite das Data Warehouse, aufgebaut in der untersten Schicht eine Data Acquisition Layer und dann eine Data Integration Layer. Und genau dort findet diese Konsolidierung der Informationen statt, sodass sie darüber mit den Frontends integriert auswertbar sind. Gut, jetzt wird's etwas technischer. Kai, diese Frage wird an dich gestellt. Wenn mein SAP-Datenmodell vom SAP-Standard abweicht, Z-Felder und so weiter, kann es dann auch genutzt werden? Ja, kann es. Solche Abweichungen sind eigentlich die Regel in den HCM-Systemen, die ich kennengelernt habe. Unsere Extraktion basiert in der Regel auf den Standard-Data-Sources, die auch von SAP BW genutzt werden. Wenn diese Informationen, die da geliefert werden, nicht ausreichen und oder auch andere Infotypen angebunden werden sollen, so kann man entweder auf Basistabellen zugreifen oder die Data Sources erweitern. Zu technisch will ich da jetzt aber nicht werden. Wenn es lediglich um die Anbindung neuer Felder oder Tabellen geht, also diese Z-Felder, dann kommt das eben auch zum Zuge, dass diese Schnittstelle angepasst wird. Also das geht. Okay, so, wir bleiben bei der Technik. Die nächste Frage, Kai, wäre... Ich kann die Frage noch nicht. Also die Frage, gut, ich stelle erstmal die Frage und dann sehen wir, wer sie beantwortet. Es geht darum, von wem das System betrieben wird, ob das Noventum macht oder ob das auch die hauseigene IT machen kann. Okay, ich habe es eben schon mal... Ich habe eben schon mal kurz angedeutet im Vortrag. Wir sind da sehr individuell unterwegs. Das heißt, wir haben zum Teil Kunden, die wir komplett aus der Cloud betreuen, wo die interne IT nahezu gar nicht involviert ist, auch keine Zugriffsmöglichkeiten hat. Wir haben Zwischenlösungen, wo wir das System auch in der beiden Kunden hosten, aber verschlüsselt betreiben, sodass die interne IT-Ressourcen und Administrator nicht auf die Daten blicken können. Und wir haben Kunden, wo wir praktisch nach der Einführung nur noch in einen Coaching-Modus gehen, den Kunden beraten und die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung fast ausschließlich beim Endkunden liegt. Okay. Es gibt noch eine Frage zum Thema Make or Buy, das hatten wir auch schon behandelt. Verwenden Sie HRA immer als Basis oder erstellen Sie auch individuelle Warehouses in diesem Thema? Okay, ich habe im Anfang, ganz am Anfang dargestellt, wo unsere Historie eigentlich ist. Und tatsächlich sind wir eine klassische BI-Beratung zunächst und kennen uns extrem gut in dem Thema HR-Controlling aus und können natürlich prüfen, das heißt, wir stehen auch auf der Make-Seite. Es gibt auch Szenarien, wo wir tatsächlich, wenn der Kern vom HRA gar nicht im Fokus steht, ganz neu anfangen, natürlich auf Basis unseres Know-hows. Aber wenn zum Beispiel, das fällt mir gerade mal ein, nehmen wir eine ganz individuelle Plattform für das Recruiting, dann kennen wir uns mit den Recruiting-Prozessen aus, welche Daten sind dort notwendig. Das ist aber ein Prozess, der noch nicht
ganz tief im oder noch nicht im Kern von HRA abgebildet ist. Normalerweise binden wir dann an HRA an, aber wenn dieser Themenbereich isoliert dasteht, dann spricht gar nichts dagegen, auch dieses Thema isoliert zu betrachten, ohne Verwendung von Noventum HR Analytics. Ja, prima. So, dann kommen wir noch zu dem Thema Datensicherheit. Wie können wir diese gewährleisten? um gar nicht tief abzugehen, das Thema ist nämlich wirklich umfangreich. Wir sind eine Microsoft BI fokussierte IT-Management-Beratung in dem Umfeld und es geht ganz vielfältige Varianten. Tatsächlich kann ich die ganzen Zugriffe über die Cloud regeln, ich kann das dieses System als isolierte Kapsel betreiben, aber ich glaube, vielleicht geht es im Wesentlichen darum, Berechtigungskonzepte. Was ist eigentlich für den individuellen User zugerechnet? Da kann man sich, da docken wir uns beispielsweise an die Berechtigung von SAP, vom SAP-System an. Wir können die LDAP-Identifikation verwenden und dann ist die Information horizontal wie vertikal geschnitten, sodass man sicherstellen kann, dass jeder Anwender genau seine Daten sieht, die er individuell berechtigt ist zu sehen. Okay. Gut, dann haben wir scheinbar auch noch einen multinationalen Konzern unter den Zuschauern. Es geht um die Mehrsprachigkeit. Wird diese unterstützt? Das gebe ich gerne an Kai Wetter. Ja, Sie haben es vielleicht vorhin schon in der Demo gesehen, dass zum Teil Dinge zum Beispiel im Datenraum auf Englisch waren, zum Teil Dinge auf Deutsch, also die ganzen Inhalte. Wir sind bei der Mehrsprachigkeit einerseits abhängig natürlich von den SAP oder von den Quellsysteminformationen, haben aber im Data Warehouse Kern die Möglichkeit, zum Beispiel mandantenspezifisch Sprachen zu unterscheiden. Und in diesem Sinne ist Mehrsprachigkeit eigentlich abdeckbar. Nicht eigentlich, sondern sie ist abdeckbar, auch bis zum Frontend hindurch, wo man identifiziert, was ist auf dem Client für eine Sprachauswahl gewählt und man kann dementsprechend die Inhalte der Mehrsprachigkeit entsprechend anpassen. Gut. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen, unser Live-Webinar zum Thema Noventum HR Analytics. Wenn Sie noch weitere Fragen bestehen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ansonsten kommen wir auch gern persönlich bei Ihnen vorbei und besprechen alles Weitere mit Ihnen. Vielen Dank. Auch von meinem Namen vielen Dank. Entschuldigung nochmal für die Störung auf der Tonspur im ersten Drittel. Ich bin froh, dass es gut geklappt hat. Vielen Dank. Herzlichen Dank.